So, weiter geht's mit Outlast im Irrenhaus. Aber das setzen wir irgendwie gar nicht im Irrenhaus, wir sind eher in der Nähe vom Teufel schon, weil es nicht unter Kanalisation, beziehungsweise sind noch in der Kanalisation, aber irgendwie... Euch mal vor, ihr seid irgendwo im Dunkeln, kommt eine Funzel an euch. Ihr seht eine Funzel in der Nähe von 20 Metern und da singt ein Typ ein Lied. Das ist doch wohl der Wahnsinn. What kind of experiments does a dead doctor perform on living patients? That's the question. Kim. Die Patienten wissen, dass Dr. Wernicke tot ist. Einer fragte mich, welche Experimente führt ein toter Doktor am lebenden Patienten durch? Was ist Projekt Warrider? Tut er uns was? Ja, anscheinend nicht. Sehr gut, okay. Ach, noch tiefer in die Scheiße rein. Naja, gut. Was sein muss, muss sein. Timer habe ich wieder mal nicht gestellt. Das ist irgendwie zurzeit das Nonplusultra bei mir. Male oder Female? I don't know. Na gut. Hier geht's anscheinend nicht weiter. Also müssen wir in den Männertrakt. Alter Schwede. Ich muss sagen, ich renne da gerade nebenbei und irgendwie leckt das gerade ein kleines bisschen. Dafür möchte ich mich entschuldigen. Obwohl ich eigentlich konstant bei 30 Fps bin. Ich habe es hochgeschraubt von 26 auf 30. Reicht ja normalerweise. Weil umso höher wird ja die Speicherdatei. Ich habe, wie gesagt, nur 16K Leitung, das reicht, Digga. Alter. Erhett. Na ja, gut, das singen sie schon ein bisschen. Oh, 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 oh. Na, ja, was soll ich jetzt machen? Ach, hier. Naja, wir lassen uns überraschen. Auf jeden Fall atmet er. Ziemlich laut. Gut, wir müssen die Funzel anlassen. Links oder rechts? Wieder als nach hier im dunklen Ort hier. Oh, wir sind da an der anderen Stelle wieder drin. Oh, ich freue mich. Oh, das klappte gar nicht. Ich freue mich wirklich. Das war jetzt kein Sarkasmus. Doch, das war schon Sarkasmus. Na, egal, einfach runter. Ist hier was? Nee. Ich glaube, wir müssen hier hoch. Oder hier rein. Was meint ihr? Wir probieren einfach mal hier. Wird schon schief gehen. Oh, hier liegt was. A battery shell. This is mine. Thank you very much. Also müssen wir nicht hier lang, sondern jetzt hier lang, weil von diesem Mal hier kommen, glaube ich.
Okay. Ohne Worte, ja. Ja, geh mal hier und sag Batterie, ich muss mich hier konzentrieren. So, jetzt sind wir hier auf der anderen Seite gegangen, genau, richtig. Und jetzt, gute Frage. Ich wusste es. Das war mir jetzt auch klar gewesen, hallo? Ja, sorry, dass die Folge ein bisschen lecker tut. Normalerweise schafft das eigentlich mein Rechner rendern und spielen, aber heute anscheinend mal nicht. Großer dunkler Raum. Und wer ist da? Mein Freund, hallo. Ah, ich raste ja alles. Was nur los hier? Nur kaputte Menschen laufen hier rum. Und ich bin mittendrin in der Scheiße von Outlast. Wo ist der dicke Mann? Ich sehe ihn irgendwie überhaupt nicht. Ich höre ihn leider Gottes noch. Ich glaube, hier muss man hin. Hier ist ein Lichtschein. Und das an der Leiter. Ich probier's. Fuck you, fuck you, fuck you, fuck you. Oh. Sehr schön. Traps brechen ein. Scheiße, ja. Was ist los hier? Beruhige dich. Beruhige dich doch immer, Brauner. Ey, bist du blöde? Hast du eine Meise? Ja, der ist doch nicht mehr ganz dicht, oder? Ja, der hat zu viel geraucht, glaube ich. Get back! Boah, 20 Fraps, es tut mir echt leid, liebe Zuschauer. Ach, scheiße. Och, lol. Ein Batteriechen. Ja, beim nächsten Speicherpunkt mache ich das mal hier eine kleine Folgenpause, weil das geht hier nicht, das möchte ich nicht. Weil das ist gerade nicht schön zu spielen. Da ist der Klatschi. Hat er gerade gespeichert? Ich weiß es nicht. Ich glaube schon. Gut, machen wir uns mal hier ein kleines Folgenbeutel. Tut mir leid, Leute. Macht's gut.